hat mich erwischt, als ich den Horn austauschen wollte. Ach, dann weiß er natürlich auch, dass Sie mit dem Rutherford das Gleiche gemacht haben, ha? Immer wieder warten, vermitteln, warten, immer wieder enttäuscht werden. Ich kann das nicht mehr lang. Sie müssen lernen, Ihre Konflikte selber auszutragen. Ich werde versuchen, Barbara in meine Suite zu lotsen. Wenn niemand Verdacht schöpft, dann können Sie beide viel besser verschwinden. Vertrauen Sie mir. Hast du etwas mit seinen Geschäften zu tun oder nicht? Was? Wieso denn? Ist das das Original? Oder hast du mich dabei auch angelogen? Ist das der echte Rutherford oder ist es eine Fälschung? Es ist der echte. Gut. Aber dieser Joachim, wusstest du nicht, dass er ein Kunstdieb ist? Doch. Aber ich habe nichts mit seinen kriminellen Machenschaften zu tun und auch nichts mit seiner Vergangenheit. Also das verstehe ich nicht. Ein Kunstdieb und eine Malerin, die Bilder kopiert. Das passt einfach zu gut zusammen. Joachim hat versucht, mich zu erpressen. Er hat mich mal dabei erwischt, als ich ein Bild kopierte und hat gedroht, mich auffliegen zu lassen. Mein Ruf als Kunstagentin wäre dahin gewesen. Was hat er von dir verlangt? Ich sollte für ihn Bilder fälschen und austauschen. Nur diesmal natürlich, um viel Geld damit zu verdienen. Hast du es getan? Nein, natürlich nicht. Glaub mir bitte. Es ist dunkel draußen. Christa wird mich erst bemerken, wenn es zu spät ist. Sie würden Barbara doch nur unnötig erschrecken. Wollen Sie, dass sie wieder in Ohnmacht fällt? Das Risiko muss ich eingehen. Warten Sie, Herr Petersen, bitte. Ich halte mein Versprechen. Ich werde Barbara zu Ihnen bringen. Sie belügen mich doch schon wieder. Bei dem vielen Sprengstoff, den Sie bei sich tragen? Also gut, wie geht's weiter? Zunächst werde ich Barbara vorbereiten, dass Sie hier sind. Und dann? Dann wird sie keinen Moment zögern, mit Ihnen zu fliehen. Allerdings müssen wir Christoph noch irgendwie ablenken. Kommen Sie. Wenn Sie noch mal versuchen, mich zu verschaukeln. Die beiden noch. Es ist ja Schwerstarbeit. Mhm. Kein Start. Komm, ich helfe dir, sonst passiert noch ein Unglück. Ich packe nur schnell meine Sachen zusammen. Ich bin gleich wieder da, ja? Hallo. Hallo, Nina. Steffi ist oben und packt ihre Sachen. Dann zieht sie also wieder nach Hause. Es freut mich für dich. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Steffi so schnell wieder besinnt. Ja, ihr ist wohl klar geworden, dass sie alleine nicht klarkommt. Na, dann bist du wenigstens dieses Problem los. Ja, dafür habe ich ein neues. Ach, was denn? Millie weigert sich, mit Steffi unter einem Dach zu wohnen und ist zu Nick und Uli gezogen. Manchmal denke ich, das nimmt nie ein Ende. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann, ich meine... Es ist lieb von dir, aber um meine Familie muss ich mich ganz alleine kümmern. War auch nur ein Angebot. Das weiß ich aber trotzdem zu schätzen. Hat das gut getan. Ich wüsste gar nicht, wie sehr ich den Park vermisst habe. Vielleicht können wir demnächst wieder öfter hier spazieren gehen. Danke, Christiane. Machen Sie uns einen Tee? Natürlich, gerne. Danke. Ich bin dann so eine halbe Stunde bei dir. Mach doch nichts, gucke ich dir halt ein bisschen bei der Arbeit zu. Okay, ich freue mich. Bis gleich. Tschüss. Triffst du dich gleich noch mit Heino? Ja. Na, Kathi sieht man wenigstens hin und wieder. Frau Henning macht sie ja völlig rar. Hat eben andere Verpflichtungen. Naja, es ist auch ziemlich zeitintensiv, das Schloss und die Geschäfte zu betreuen. Na, daran habe ich jetzt eigentlich eher nicht gedacht. Woran denn? Eher so ans Zwischenmenschliche. Ah, an Frau Odenthal. Ihr entschuldigt mich. Heino wartet auf mich in No Limits. Dann solltest du ihn nicht warten lassen.
Viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Möchtest du einen Drink? Ja, gern. Verzeihung, Herr Graf. Und draußen warten zwei Herren von der Polizei. Wollen die zu mir? Nein, sie möchten Frau Odenthal sprechen. Dann sagen Sie den Herren bitte, sie sollen in der Bibliothek warten. Und sagen Sie Frau Odenthal Bescheid. Ja. Hier, deine Apfelsaftschorle. Danke. Bitte. Ich dachte, du bist zu Hause und kümmerst dich um Steffi. Steffi ist oben und packt ihre Sachen. Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. Milli, bitte warte jetzt. Wie lange soll das noch so weitergehen? Keine Ahnung. Aber im Moment kann und will ich nicht mit ihr reden. Ich finde dein Verhalten wirklich unmöglich. Wir haben alle Fehler gemacht. Das brauchst du mir nicht ständig sagen. Ich brauche trotzdem noch Zeit, um das alles zu verdauen. Aber Steffi ist todunglücklich, dass du dich nicht mit ihr versöhnen willst. Was meinst du, was für eine Überwindung es sie gekostet hat, den ersten Schritt zu machen? Das glaube ich sogar. Sicher mehr Überwindung, als ihre gemeine Intrige zu starten. Wie lange willst du ihr das noch vorwerfen? Ich kann einfach nicht glauben, dass sie es diesmal ehrlich meint. Tut mir leid. Milli, bitte, wo willst du jetzt hin? Hauptsache weg hier. Ich habe keine Lust, meiner Schwester über den Weg zu laufen. Ich möchte bloß wissen, was Joachim der Polizei erzählt hat. Sonst kann ich mir nicht erklären, was sie von mir will. Reg dich nicht auf. Er hat doch gegen dich gar nichts in der Hand, oder? Nein, natürlich nicht. Es wird sich alles aufklären. Die Herrschaften warten in der Bibliothek. Oh, danke. Und entschuldigen Sie mich bitte, ich weiß wirklich nicht. Komm. Henning. Kannst du mir erklären, was hier los ist? Später. Ich möchte Caroline nicht alleine lassen. Schön, meine Herren. Und was wünschen Sie jetzt von mir? Guten Tag. Henning von Anstetten. Frau Odenthal möchte, dass ich dem Gespräch beiwohne. Bitte. Also, Frau Odenthal, wir würden gerne wissen, in welchem Verhältnis Sie zu Joachim Obermann gestanden haben. Oder stehen. In keinem persönlichen. Wir hatten nur beruflich miteinander zu tun. Haben Sie mit Herrn Obermann jemals über dessen Vergangenheit gesprochen? Nein. Und das hat mich auch nicht interessiert. Ist Ihnen an Herrn Obermann etwas aufgefallen, das man als ungewöhnlich bezeichnen könnte? Nein, nichts. Fanden Sie es nicht seltsam, dass er sehr zurückgezogen lebte? Naja, aufgefallen ist mir das schon, aber ich habe so viel mit Künstlern zu tun. Von denen verhält sich eigentlich kaum jemand normal. Ja, wieso Künstler? Mir ist nicht bekannt, dass Herr Obermann als Künstler tätig war, oder irre ich mich da? Hat mir erzählt, dass er malen würde. Meine Herren, das alles hat Frau Odenthal doch schon längst zu Protokoll gegeben. Oder haben Sie irgendwelche Zweifel an Ihrer Aussage? Wir wollten uns nur vergewissern, dass Ihre Bekannte mit den Aktivitäten von Herrn Obermann tatsächlich nichts zu tun hat. Das haben Sie ja jetzt. Soweit schon. Ich habe nur noch ein paar letzte Routinefragen. Bitte. Wie lange wollen Sie mich noch hinhalten? Seien Sie doch nicht so ungeduldig. Am Ende verderben Sie noch alles. Also, es ist mir egal, wie Sie das anstellen, aber Sie bringen Barbara jetzt sofort hierher. Also gut. Und keine Tricks. Das gibt's doch gar nicht. Sie miese kleine Lügnerin! Was ist denn? Sie haben die Polizei gerufen! Wie kommen Sie denn darauf? Und was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wie der Polizeiwagen in den Hof kommt. Das wird Ihnen jetzt auch nichts mehr nützen. Bitte, Sie müssen mir glauben, ich habe die Polizei nicht gerufen. Sie belügen mich doch schon die ganze Zeit! Nein! Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich weiß doch genau, Sie würden keinen Moment zögern, uns alle in die Luft zu sprengen. Und jetzt sorgen Sie dafür, dass Barbara hier nicht aufkommt! Hey! Der Telefon natürlich. Denken Sie dran, wenn Sie noch einmal versuchen, mich reinzulegen, knallt's. Nein, nein, mit dem Fundament können wir erst in 2 Tagen beginnen. Ja, wir müssen leider umdisponieren. Ja, bitte, klären Sie das ab. Hauptsache, Sie liefern nicht vor übermorgen. Danke, wiederhören. Hast du Ärger? Nein, nur einen Termin, den ich verschieben musste. Aber du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Mhm. Ich habe noch mal versucht, mit Milli zu reden. Keine Chance. Sie hat sich geweigert, Steffi überhaupt zu sehen. Kaum hat sich die eine beruhigt, fängt die andere an. Ich
weiß nicht mehr, was ich machen soll. Lass den Dingen einfach ihren Lauf, hm? So gelassen wie du kann ich das einfach nicht sehen. Ich bin nur realistisch, Erika. Kannst ohnehin nichts ändern. Ja, aber ich kann doch nicht sehen und ruhig zugucken, wie meine ganze Familie auseinanderbricht. Das sagt ja auch niemand. Es bringt nur nichts, wenn du dich dabei auch noch aufreibst. Du kannst deine Kinder nicht zwingen, miteinander auszukommen. Ich danke dir für den guten Ratschlag. War nur meine Meinung dazu. Sander? Ja, nee, Nina, überhaupt nicht. Nein, im Gegenteil. Schön, dass du anrufst. Ja. Wollen wir nicht warten? Ich meine, die Befragung kann ja nicht ewig dauern. Ich würde lieber fahren. Henning kann uns doch später über alles informieren. Also nochmals vielen Dank, Frau Odenthal. Ich hoffe, jetzt sind alle Fragen geklärt. Falls noch etwas ist, melden wir uns bei Ihnen. Mhm. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Meine Herren? Ich brauche jetzt erstmal frische Luft. Soll ich dich begleiten? Nein. Ehrlich gesagt möchte ich lieber alleine sein. Aber wir können uns ja später im No Limits treffen, wenn du Lust hast. Einverstanden. So, jetzt wäre alles geklärt. Kann ich dich mal kurz sprechen? Frau Gräfin? Entschuldigung. Ja. Clarissa von Anstetten möchte Sie gerne am Telefon sprechen. Stellen Sie das Gespräch bitte in den Salon. Ja. Guten Abend, Barbara. Es überrascht dich bestimmt, dass ich dich anrufe. Aber ich muss dich unbedingt sprechen. Ja. Worum geht's? Um Gero. Gero? Was ist mit ihm? Ich habe ein paar Informationen, die dich bestimmt interessieren werden. Ist ihm was passiert? Nein, nein. Es ist nur... Am besten, du kommst zu mir. Sag mir doch am Telefon, was du weißt. Nein, das kann ich dir nur persönlich sagen. Es ist doch wieder eins deiner Spielchen, komm. Nein, bitte glaub mir, es ist wirklich sehr wichtig. Warum kommst du nicht zu mir? Das geht nicht. Ich erklär's dir, sobald du hier bist. Also gut, ich komme. Und? Was hat sie gesagt? Sie ist auf dem Weg. Endlich. Was ist mit der Polizei? Die ist weg. Ich habe ihnen doch gesagt, dass die nicht ihretwegen hier waren. Wäre ja auch ihre letzte Lüge gewesen. Ja, Barbara wird gleich hier sein. Kann ich ja jetzt gehen. Nee, Sie bleiben hier. Ich begreife nicht, warum Frau Odenthal diesen Obermann als ihren Freund bezeichnet hat. Sie war sich über ihre Gefühle zu mir nicht im Klaren. Das ist ja verständlich, aber deswegen muss man doch nicht gleich einen Freund erfinden. Sie wollte ihm Abstand halten. Ja, aber das währte ja wohl nicht lange. Ja, und? Spätestens dann hätte sie dir die Wahrheit sagen müssen. Na ja, es war ihr eben peinlich, so eine Lüge überhaupt erfunden zu haben. Aber eine Lüge wird doch nicht dadurch weniger peinlich, dass man sie fortsetzt. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr von Bedeutung. Bist du dir da ganz sicher? Christoph, bitte. Du vertraust ihr also? Ja. Caroline ist eine tolle Frau und ich liebe sie. Kannst du mal schnell alleine weitermachen? Kein Problem, ist ja eh nicht viel los. Danke. Schön, dass du doch noch gekommen bist. Dein Anruf kam genau richtig. Momentan wächst mir alles über den Kopf. Deshalb habe ich dir ja meine Hilfe angeboten. Weißt du, manchmal zweifle ich einfach dran, ob ich noch eine gute Mutter bin. Du machst ja zumindest so viele Sorgen wie eine gute Mutter. Ja, Arno meint, ich mache mir zu viel Gedanken. Er glaubt, die Probleme zwischen Millie und Steffi lösen sich ganz von allein. Er ist dir also keine große Hilfe. Am liebsten hätte er mit dem ganzen Thema nichts mehr zu tun. Hat er das so gesagt? Ja, nicht direkt. Hey, ihm wächst die Sache wahrscheinlich genauso über den Kopf wie dir. Nett ausgedrückt. Viel kannst du tatsächlich nicht machen. Steffi musste lernen, mit ihrer Verletzung klarzukommen. Tja, und Millie muss jetzt über ihren Schatten springen. Es braucht eben einige Zeit, seine Enttäuschung zu überwinden. Ja, ich weiß. Vielleicht hätte ich auch gar nicht herkommen sollen. Ach nein, ich meine... Hast du was dagegen, dass wir Zahn jetzt hier drücken? Nein, natürlich nicht. Ich denke nicht, dass sich hier heute noch viel tut. Außerdem sind alle bei der Uni Väter. Ja, da nichts viel los. Okay, tschüss ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Wo waren wir stehen geblieben? Sag mal, ist das für dich wirklich okay?
Jetzt sitze ich schon wieder hier mit meinen ganzen Problemen. Klar. Hätte ich dich sonst angerufen? Du weißt, was ich meine. Das ist schon okay. Weißt du, ich habe mir oft gewünscht, dass wir wieder so miteinander reden können. Und mir genauso. Guten Abend. Guten Abend. Trotzdem fahre ich jetzt besser wieder, ja? Ja. Tschüss. Komm gut nach Hause. Tschüss. Möchtest du was trinken? Nein. Ich möchte einfach mal mit jemandem reden. Steht dein Angebot noch? Na klar. Du bist alt genug, dein Leben selbst zu bestimmen. Wenn du Caroline liebst, dann ist das deine Sache. Danke. Ach, Barbara, was wollte Clarissa von dir? Hat sie wieder irgendwelche Probleme? Nein, nein. Sie will, dass ich zu ihr hochkomme. Wieso das denn? Sie weiß irgendetwas über Gero. Soll ich mitkommen? Nein, nicht nötig. Ich kenne sie. Ich unterschätze sie ganz bestimmt nicht. Wie geht es ihr eigentlich? Gut. Sehr gut sogar. Ehrlich gesagt hat es mich gewundert, dass sie überhaupt mitgekommen ist. Sie fühlt sich im Augenblick sehr stabil. Und sie hängt an Friedenau, genauso wie ich. Glaubst du, dass Barbara ihr Trauma schon überwunden hat? Ich weiß es nicht. Aber dieser Abend hier heute hat ihr sehr gut getan. Na, das hört sich an, als könnt ihr bald wieder herziehen. Ich bin ganz zuversichtlich. Also, dass du Gemälde fälschen kannst, das hätte ich dir echt nicht zugetraut. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich wollte immer Malerin werden. Von Kindheit an. Das war mein großer Traum. Tja, und wieso hast du da nicht Kunst studiert? Das hätte ich liebend gerne, aber keine Kunstakademie hat mich genommen. Sie haben mir immer erklärt, wie wenig Talent ich hätte. Oh Mann, das muss eine harte Zeit für dich gewesen sein. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gemalt. Und niemand hat meine Bilder gewollt. Und da deine Bilder keinen Anklang fanden, hast du mit Fälschern angefangen. Naja, es war so ein Zufall. Ich habe damals bei einem Kunstauktionator gearbeitet und irgendwann nur so zum Spaß versucht, einen Rembrandt zu kopieren, der versteigert werden sollte. Nur so zum Spaß? Ja, wirklich. Ich verstehe. Nach mehreren Monaten war ich in der Lage, perfekte Fälschungen herzustellen. Und damit Geld zu machen? Nein, Nina. Es ging mir nur um Anerkennung. Und das um jeden Preis. Also die Bestätigung war der Grund. Ja, und irgendwann kam dann auch noch der Spaß am Nervenkitzel dazu. Ganz schön heftig. Und Henning, weiß er davon? Zum Teil. Er hat mich ja gesehen, wie ich die Bilder ausgetauscht habe. Na, wenigstens hat ein Hobby der Familie von Anstetten nicht geschadet. Das ist leider nicht ganz richtig. Meinst du das? In Wahrheit. Also, was ich dir jetzt sage, Nina, darf Henning auf keinen Fall erfahren. Noch nicht. Okay. Ich habe mit Joachim zusammengearbeitet. Er hatte Kontakte zu den Leuten, die gestohlene Originale kaufen. Und ich habe sie kopiert und ausgetauscht. Das glaube ich nicht. Auch bei den von Anstettens? Den Rutherford. Ja. Du hast dich in ihr Vertrauen eingeschlichen, um Bilder auszutauschen? Ja, aber warum? Nur um einen Haufen Kohle dafür zu kassieren? Ich habe das Geld dringend gebraucht. Ach, und wofür? Für meine Schwester. Sie ist schwer krank und ihre Behandlung sehr teuer. Das ist eine verrückte Geschichte, Mensch. Aber leider wahr. Und was für Denau betrifft, das stimmt. Ich habe es zunächst nur als eine Art Goldgrube gesehen. Am Anfang wusste ich ja nicht, dass ich mich in Henning verlieben würde. Trotzdem hast du den Deal mit den Bildern gemacht. Ich habe immer nur meine Schwester vor mir gesehen. Aber dann habe ich ein so schlechtes Gewissen bekommen, dass ich den gefälschten Rutherford wieder gegen das Original austauschen wollte. Ja und? Hast du es getan? Ja. Nur Joachim hat mich dabei erwischt. Und jetzt hängt die Fälschung immer noch auf Friedenau. So. Das dürfte reichen. Was soll das? Machen Sie mich los! Ganz ruhig. Sie soll mich losbinden! Ist das der Dank für meine Hilfe? Sie haben mich einfach schon zu oft enttäuscht. Hm? Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Barbara wird jeden Moment hier sein. Das haben Sie nur mir zu verdanken. Sie können so viel reden, wie Sie wollen. So schön verpackt gefallen Sie mir gerade am besten. Sie sind doch schon fast am Ziel. Machen Sie jetzt keinen Fehler. Was soll denn das schon wieder heißen? Lassen Sie mich doch zuerst mit Barbara reden. So kann ich Sie viel besser auf Ihre gemeinsame Flucht vorbereiten. Wozu sollte das gut sein? Vertrauen.
Vertrauen Sie mir. Nur noch dieses eine Mal. Wenn Sie auch nur die kleinste Dummheit machen, dann jage ich uns alle in die Luft. Warum bittest du mich nicht rein? Ich dachte, du wolltest mit mir... Was ist denn hier los? Ganz schön verfahren. Dann verstehst du ja jetzt, in welcher Situation ich bin. Tja, was Henning betrifft, dann keine sehr glücklichen. Und er nimmt mich auch noch vor seinem Vater und der Polizei in Schutz. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mies ich mich fühle. Doch, das glaube ich dir gern. Leider sehe ich nur eine Lösung. Du musst Henning die Wahrheit sagen. Nein, er wäre so enttäuscht von mir. Ich glaube nicht, dass unsere Beziehung das überleben würde. Das sehe ich anders. Henning hat dir doch auch damals verziehen, als du das eine Bild austauschen wolltest. Wenn ich ihm die ganze Wahrheit sage, verliere ich ihn. So kannst du jedenfalls auch nicht weitermachen. Du musst ihm deine Motive erklären, das versteht er. Er wird denken, dass ich die ganze Zeit hinter seinem Geld her war. Henning liebt dich. Wenn du deine Beziehung retten willst, dann sprichst du mit ihm. Erst muss ich die Sache mit dem Rutherford in Ordnung bringen. Dann wird er mir vielleicht verzeihen. Wie du meinst. Kein Wort zu ihm, ja? Okay. Hallo. Hallo. Guten Abend. Na? Wieder alles in Ordnung? Du schienst mir nach dem Verhör etwas durcheinander zu sein. Ja. Es geht mir schon viel besser. Na, siehst du. Und mit meinem Vater gibt's auch keine Probleme mehr. Das habe ich geklärt. Und jetzt Themawechsel. Komm zu dir, ich bin's. Nils. Lassen Sie mich mal. Auf keinen Fall. Ich habe Erfahrung in solchen Dingen. Und was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Sie braucht Riechsalz. Binden Sie mich los, dann hole ich welches. Wo ist denn das Zeug? Sie werden es nicht finden. Wahrscheinlich im Schlafzimmer. Verdammt! Das war nur Einbildung. Barbara, Nils ist hier. Er hat mich gefesselt. Komm schnell, mach mich los. Nils ist tot. Du hast ihn doch selbst gerade gesehen. Das habe ich mir eingebildet. Nils lebt. Jetzt hör auf damit. Nils ist im Schlafzimmer. Mach mir endlich diese verdammten Fesseln ab. Ich erkläre dir alles später. Wir müssen hier verschwinden, oder willst du, dass wir alle sterben? Er hat eine Sprengladung bei sich. Nils, es gibt keine Nils, das habe ich mir eingebildet. Du hast dir nichts eingebildet. Das war alles nur Theater. Aber du bist nicht verrückt.